So, da lang. So, was bist du? Achso, du bist so nahe. Nicht hier. Da wollen wir lang. Da ging es nämlich hoch. So. Jetzt kam. Es kam ganz viele von diesen fliegenden Eiern, glaube ich. Genau. Hier hat sich gleich die Beleuchtung verändert, weil weniger Lava da ist. Denn kamen ganz viele von den feuerspuckenden fliegenden Eiern. Die lassen wir alle links liegen. Ignorieren wir komplett. Laufen einfach weiter. Weil die meisten Loot haben wir schon eingesammelt. Wollen einfach nur noch durch. Wir halten jetzt nur Augen offen nach Gebieten, wo wir vorher nicht waren. Da gab es nämlich noch einen Zweiabzweig, wo wir nicht lange gegangen sind. Wände müssen wir nicht checken, das haben wir ja schon gemacht. Also dich ignorieren wir. Und euch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sind ein paar, ne? 11. Achso, das hässliche Ding. Wo ich immer noch nicht weiß, was das Viech macht. So, spuck bitte. Spuck. Ja. Und es ist auch sehr gut, dass das Viech hier einmal auftaucht. Dann weiß man nämlich ungefähr, was es macht. Und wow. Und wie man das ganz einfach umgehen kann. Problem ist nur, wenn wir das gleich das nächste Mal sehen. Also, ne, in Massen halt. Die 4, 5 Stück, die da unten waren. Wenn wir einen davon umgehen, wird der nächste uns in den Rücken spucken. Also nicht so schön. So, letztes Mal sind wir hier lang gegangen. Haben da aufgeräumt. Das ignoriere ich erstmal. Wow. Hallo. Du machst tolle Sachen. Aber du bist ein Magier. Weißt du, was ich mit Magiern ganz toll gerne mache? Ich hau die einfach und dann sind die tot. Genau so. Ah, sehr komisch. Isalis-Beschleuniger. Ich höre wieder Knurren. Zeigt mir den Isalis-Beschleuniger. Vielleicht erklärt der ja, warum der Typ so auf uns losgegangen ist. Der Beschleuniger, den die Hexe von Isalis benutzte, als ihre Töchter noch Flammenhexen waren. Also bevor sie das Chaos verzehrte. Okay. Bevor die Pyromantie geschaffen wurde, waren ihre Zauberstäbe Medien der Zauberei. Doch das Wissen um die Flammenzauberei ist längst verschwunden. Ich würde echt gern wissen, was denn Feuerzauberei ist. Das wird doch genauso ein Feuerball sein und dergleichen, oder? Sehr komisch. So, spuck. Du bist echt vollkommen träge. So. Jo, Kiste. Jo, bist eine richtige Kiste. Pyro-Chaos Feuerpeitsche. Okay. Pyro-Chaos Feuerpeitsche, wo bist du? Chaos Feuerpeitsche, da. Kunst der Flamme des Chaos, die die Hexe von Isalis und ihre Töchter verzehrte. Fegt Feinde mit Chaos Feuerpeitschen beiseite. Diese Feuerpeitsche wurde von der ältesten der Töchter des Chaos geführt. Schön. Secret? Nö. Okay, also ging es hier wohl gar nicht weiter. Das heißt, wir müssen doch dahin, wo diese Horrormünder mit den Augen sind. Oder wir nehmen die Nebelwand hier. Die ich komplett ignoriert habe. Erstmal hochheilen, falls da irgendwas Wichtiges ist. Schild in die Hand. 19 Tränke. Gucken wir mal. Schon mal. Oh. Ich wollte gerade sagen, schon mal auf den ersten Blick kein Boss, aber das. Ich kann hin und her. Ist das wichtig? Oh. Ach du gute Güte. Jo, okay. Hallo, Baum. Shit funktioniert gar nicht. D
der wischt vorher vor sich den Boden. Machst du noch irgendwas anderes? Sonst könnte ich versuchen, ganz nah an dich ranzulaufen und zu hauen. Ich kann dich nicht ins Target nehmen. Ich laufe einfach mal außen rum und guck, was diese Blubbelblasen da sind. Da. Komm, mach deine Attacke. Der guckt auch nur nach vorne, ne? Also, gucken ist relativ, aber... Ich krieg keinen Schaden. Also hau ich mal weiter. Das ist... Du bist der Zähne. Ah, okay. Das Zentrum. Oh oh. Ich hab das Ding gerade befreit, oder? Nee. Irgendwie... Hab ein anderes Ding befreit. Gut, kann ich hier raus? Nee. Schild hoch. Sowas von Schild hoch. Oh, oh. Roll dich weg, roll dich weg. Trink was. Und spring. Ist jetzt nicht so nett von dir, das weißt du. Aber wenigstens kann ich jetzt parieren, weil der Baum nicht mehr so stark ist. Jo. Jo. Ich will nur hier durch. Lass mich in Ruhe, Baum. Ich will die andere Blubbelblase da töten. Damit ich das Vieh komplett aus dir rausholen kann, wahrscheinlich. Nicht runterschubsen. Wow. Da kann so viel schief gehen hier in dem Bosskampf. In diesen ganzen doofen Löchern. So. Lass mich durch. So, und da ich nicht... Okay. Nächste Kette ist weg. Oder Kraftquelle, ich weiß noch nicht genau, was es ist. Aber ich will es hauen. Ja, hat sich befreit. Und sieht jetzt garstiger aus als vorher. Und der Baum ist weg. Heilen. Schild hoch. Na, der Baum ist doch nicht ganz weg. Wow. Okay. Und wir sind wieder ganz hier hinten. Hm. Ich glaube, das wird der Boss sein, den ich am meisten hassen werde. Und zwar ganz einfach deswegen, weil überall Sachen sind, wo man runterfallen kann und er einen andauernd schubst. Das heißt, es ist eine komplette Glückssache, ob er einen da runterschubst oder nicht. Und ich mag es nicht, wenn es komplett Glück ist. Überlegungen zu dem Boss. Eventuell sollten wir nicht auf diese orangenen Blasen schlagen. Dann kämpfen wir nämlich nur gegen einen Baum. Frage. Oh. Bin ich hier richtig? Ich glaube nicht. Doch, hier. Frage dazu ist... Können wir ihn so überhaupt besiegen? Also in Baumform. Ich habe nicht versucht, zu ihm ranzulaufen. Das sollte ich jetzt auf jeden Fall machen. Und gucken, ob ich einfach in den Nahkampf komme, seine Arme dann vor ihm hin und her schwingen. Er uns nicht treffen kann, wir aber ihn. Das wäre ideal. Aber irgendwie bezweifle ich das. Eventuell können wir ihn aber so wenigstens schwächen, dass wenn er dann später in die zweite und dritte Phase kommt, also, ne, diese Feuer,
Rankenpeitschenphase da, dass er dann wenigstens einen Ticken schwächer ist. Wobei wir dann immer noch das Problem haben mit den Feuerranken und den Löchern im Boden. Also das wird für mich echt ein Problem sein, denke ich. Aber gucken wir mal. Diesen Versuch auf jeden Fall noch. Danach muss ich schauen, ob wir vielleicht anderweitig uns erstmal umgucken. Wir haben hier immer noch den Weg bei den Chaosmündern. Erstmal kurz heilen. Wobei ich jetzt so einigermaßen wüsste, wie ich da hinkomme. Also wir folgen jetzt wieder dem Weg hier, gehen ganz nach oben, dann kommt das Gebiet mit den ganzen runden Dingern. Dann gehen wir hoch. Und dann gibt es eine Abzweigung, wo es entweder weiter hoch geht, wo dann auf der linken Seite die Nebelwand ist. Wo man dann runterrutscht. Oder... wo man rechts abgeht und dann sind da noch mehr von diesen Feuerspuckern hier. Und irgendwo ist man da runtergefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Boden da durchgebrochen ist. Weil wir ja schon durchgefallen sind. Oder ob der Boden da noch normal aussieht. Das heißt, eventuell werde ich mich gleich nochmal erschrecken. Aber ich hoffe, wir werden dann wieder so fallen, dass wir... Oh, komisches Ding. Ich hoffe, wir werden dann wieder so fallen, dass wir nicht ganz runterplumpsen. Direkt in die Münder von den Viechern hier. Sondern auf dieser Zwischenetage landen. Und bei der Zwischenetage muss ich einfach nur so laufen, dass ich nicht in ein Loch springe, das da einfach so auf dem Boden war. Sehr offensichtlich. Und das da wird das Loch sein, hm? Naja. Okay, dann ignorieren wir das Loch mal ganz kurz und gucken, was hier noch so ist. Achso, da war die Brücke zu Soleas Todesstätte. Stimmt, wir können das als Ab... Oh, oh. Ja. Wir können das als Abkürzung nutzen. Also da, wo Solea gestorben ist, dahinter. Da wäre auch ein Leuchtfeuer... weiß ich gar nicht mehr. Da ist doch der Dämon, die nicht, oder? Ich guck gleich mal. Erstmal dich töten. Weg, weg. Ja, da ist er. So viel kürzer wäre das aber nicht. Wenn wir ganz da hinten an dem Dämon-Titaniten vorbei, durch die große Tür und so weiter müssen, dann ist das nicht so wirklich viel näher dran. Das heißt, wir heilen uns. Wir nehmen jetzt den Ring, mit dem wir durch die Sapsche laufen können. Den da. Und gucken mal, ob wir taktisch möglichst günstig da runterspringen können. Oder noch besser laufen. So. Genau. Wo war hier der Weg runter? Hahaha. Nicht runterfallen. Runtergehen. Glaube, genau, da hoch und dann gleich wieder runter. Da ist die... Ja, hier ist die Treppe. So, rechts von uns war gleich... Erstmal ist hier Gift. Das wollte ich einmal kurz gegentesten. So, Gift, 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 Gift. Ja, es ist stinknormales Gift, es ist kein Toxin. Das war schon mal wichtig zu wissen. Lassen wir jetzt aber so, wir laufen nicht da runter. Oh, Moment mal. Es geht nur über das Loch dahin. Nee, das glaube ich nicht. So, hier ist nochmal so am Rand lang gehen. Ah, das geht. Hä? Kannst du hier durch? Du bist ein garstiges Riesending, du willst mich fressen. Komm her und mach die Bäume kaputt. Und dann fällst du in das Loch da. Na komm, kann ich irgendwie hochrollen, rüberrollen, raufrollen? Ich glaube, so klappt das nicht. Ne, unsichtbare Wand, okay. Gucken wir hier lang. Es wird ein Labyrinth, ja. Oh, Kiste.